So, da wären wir im dritten Part von der Mission hier. Ich glaube, die ganzen Mammuts, die schicken wir gleich mal damit hoch. Ich sehe schon, dass wir hier dringend Verstärkung brauchen. Außerdem brauchen wir da oben Sniper-Teams. Wir können gar keine Sniper basteln, da wir dafür ein Arsenal brauchen. Siehst du? Da geht's ja schon mal los. Und wir haben gar keine Walker-Bomber, fällt mir gerade so auf. Warten auf Einsatzbefehl. Jetzt warte mal, da haben wir... Guck, der Warten auf da. Einsatzbefehl. Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, da. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Das wird jetzt schon wieder angegriffen, schon wieder Luftstreitkräfte, oder wie? Ungeeigneter Bauplatz. Der kapiert's einfach nicht. Neue Bauoptionen. Ah ja, Veteranentraining könnten wir jetzt machen. Ist mir allerdings zu teuer, die Angelegenheit. Der rafft einfach nicht, dass er hier mit Luftstreitkräften nicht durchkommt. Aber naja, ist sein Geld, was flöten geht. Nicht meins, das freut das Spielerherz. Wo sind denn jetzt eigentlich diese Orca-Rigs? Rick ist bereit. Ach, ich habe bloß eins gebaut. Naja, gut. Okay. Sniper. Da brauchen wir 1, 2, 3. So. Würde ja wohl genügen, hoffe ich. Avionics online. Du fliegst ebenfalls mal da oben als Unterstützung und irgendwie ist es wieder ganz schön ruhig geworden mit dem Feind, ne? Abschätzungsteam, wo werden wir gebraucht? Tja. Systems online. Eigentlich wollte ich diese Räusperer ja allesamt rausschneiden, aber naja. Ich glaube, so spät kann man wirklich noch eine Ausnahme machen. Jetzt stellt sich mir die Frage, was wir aufhören. Da einen Sammler. Zweiten. Oh. Wo werden wir gebraucht? Wir haben nur noch zwei Sammler. Sollte vielleicht mal nachproduzieren. Kein Wunder, dass wir so langsam Geld bekommen. Da sind zwei. Tatsache. Und ich denke mir schon, warum. Ja, du solltest mal landen, dass sich hier manche Einheiten reparieren können. So. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ja, genau. Hier, ein Ionenkanonenkontrollzentrum. Oh, 7500, Alter. Und da steht eine Kanone im Tiberium. Wie geht denn sowas? Luke geschlossen, auf zum Tiberiumfeld. Okay, ganz ruhig. Dann mal los. Ja, genau, Leute, legt los. Fangt mal das Sammeln an. Und zwar Dalli. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier oben einen Stützpunkt errichten, so eine kleine vorgeschobene Basis, aber das dauert auch wieder einerseits ein bisschen länger. Feindliche Einheiten in Sicht. Und es kostet natürlich unsere mehr Basis Geld. Wird angegriffen. Ja, Luftabwehr reicht aus. So, Luke geschlossen. Guck mal, du kannst auch da reinfahren. Ihr habt den Boss gehört. Warum parkt der da oben? Ah, weil der jetzt da reinfährt. Ja, okay. Warte mal, wir können Veteranentraining machen. Gerade mal. Wo ist unser nächstes Ziel? Machen wir das mal folgendermaßen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Sniper übergeht, aber ich glaube nur auf Fahrzeuge. Mammutpanzer. Ja, doch, geht nur auf Fahrzeuge über. Was soll's? Ja. Yeah. Let's take it there. We're moving. So. Dann könnten wir mal Orca-Bomber nachproduzieren. Und jetzt endlich mal hier das Ionenkanonenkontrollzentrum basteln. Weil dann jagen wir da einfach die Ionenkanone rein. Dann ist hier Ruhe. Dann können wir den vielleicht sogar überrennen. Pass mal auf, da hätte ich aber ganz gerne. Dann nehmen wir einfach die beiden Juggernauts her, außerdem ein paar Mammutpanzer. Das könnte jetzt natürlich etwas dauern, weil es dann finanziell wieder eng wird, aber naja. Es wäre natürlich was anderes, wenn wir da oben den Tiberium-Turm einnehmen würden. Also den Tiberium. Ah, hier, den da. Aber der steht ganz schön nah am Feind. Alter, was der da an Verteidigungssystemen drin hat, ist ja auch abartig. Und ich hoffe natürlich sehr, dass der durchs Mutterschiff ruft in der Mission. Das wäre schon cool. Mammut, einsatzbereit.
unzureichende Mittel, heißt es einmal wieder. Wunderbar. Stabilizers engaged. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei von den Orca-Bombern mal wieder. Das ist huge. Entering coordinates. Ich könnte jetzt natürlich auch mit dem Mammutmark da oben angreifen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der das mitmacht, weil... Naja, habt ihr ja selber gesehen, was beim Angriff passiert ist. Und jetzt warten wir hier ernsthaft auf Geld. Das ist ja mal die Höhe. Aber wie gesagt, Sammler sind ja schon nachproduziert, sollte jetzt eigentlich funktionieren. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheiten angegriffen. Alter, nicht schon wieder. Waffen auf die Koordinaten. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, hat sich erledigt. Tja, wenn der da dauernd unsere Sammler per Luftstreitkräfte angreift, dann wird das natürlich auch ein sehr unangenehmer und teurer Spaß. Haben wir überhaupt genügend Energie für das Ding? Fällt mir gerade so ein, pass mal auf. Energieproduktion 255, Verbrauch 220, damit der Differenz von 25 ist noch im grünen Bereich, wie es aussieht. Das wird er uns sonst auch anzeigen, wenn der Saft nicht reicht. Aber es könnte schon eng werden. Bau abgeschlossen. Ich weiß ja nicht. Ich speichere vorsichtshalber mal ab. Ich habe nämlich irgendwie das ungute Gefühl, dass der Gegner dann seine Superwaffe platzieren wird, sobald wir unsere haben, und die ist nicht gerade ohne. Vorausgesetzt, die Skrin haben das Ding behalten in dieser Modifikation. Mammut, einsatzbereit. Das reicht doch, ist ganz schön knapp hier. Einfach mal Kraftwerke nachproduzieren, wird schon. Zwei Mammuts machen wir doch daraus noch Ausbildung. Zwei Schwebepanzer und dann Kraftwerke. Ach, ich finde das echt schön mit der Modifikation, dass sie hier die Soundtracks von Hyperion Sun mit eingebaut haben. Muss man schon mal so sagen. Das weckt doch teilweise echt Erinnerungen. Ich weiß noch, so die liebste Mission, das war aus dem Adron-Mission Feuersturm. Das war die erste Mission der Nord-Kampagne, das fand ich so geil. Weißt du, da hast du nämlich nur einen ganz kleinen Trupp aus Infanteristen, du hast eigentlich bloß zwei von diesen kybernetischen Cyborgs, du hast ein paar Bazooka-Infanteristen, Ingenieure und das war's schon. Du hast jetzt die Aufgabe, hier die Kernkomponenten von der Nord-KI namens Kabal zu bergen. Und musst dabei natürlich schleichend vorgehen, während die GDI halt über einen kompletten Stützpunkt verfügt, jede Menge Einheiten hat, Einheiten nachproduzieren kann und so weiter und so fort. Ey, das war so geil, die Mission. Zumal es einfach unterschiedliche Wege gab, wie man das spielen konnte. Entweder man hat es wirklich so gemacht, dass man sich durch dieses Level schleicht. Das hat dann riesen Spaß gemacht. Oder man hat versucht, mit den wenigen Einheiten, die man hat, ernsthaft diesen GDI-Stützpunkt anzugreifen und zu übernehmen. Ach Mensch, jetzt wollte ich mit den Orca-Bombern die feindlichen Jäger abfangen. So ein Schmarrn. Also das war wirklich schon eine Herausforderung, weil... Es waren im Grunde genommen wirklich bloß drei Bazooka-Infanteristen, zwei kybernetische Cyborgs, was man als Kampfeinheiten hatte, und das war's. Habe verstanden. Lader bereit. Alles andere konnte nicht verwendet werden für Kampfzwecke. Verstanden, Commander. Und das Problem ist, man durfte auch nicht alle drei Ingenieure verwenden in der Mission. Also wenn man alle drei aufgebraucht hat, dann hat man die Mission automatisch verloren. Es muss einer übrig bleiben. Das heißt, du darfst vom feindlichen Stützpunkt nur zwei Gebäude erobern. Das wäre dann einmal die Kaserne und einmal die Tiberium-Raffinerie des Feindes. In der Hoffnung natürlich, dass du dabei auch gleich den Sammler mit einnimmst. Das ist so, wenn ihr einen Ingenieur in eine Raffinerie schickt, während ein Sammler darin ist, dann wird der mit übernommen. Also das gilt allerdings nicht für Tiberium Wars, das habe ich hier schon mal ausprobiert. Hier funktioniert es leider nicht, aber in Operation Tiberian Sun, also im Vorgängertitel, da funktioniert das. Systeme bereit. Und dann musste man natürlich jetzt diese zwei Gebäude
so lange wie nur irgend möglich halten, was nicht gerade leicht war, weil mit 5 Infanteristen gegen eine ganze Basis, ja, war schon lustig. Und ich mache jetzt eigentlich seit fast 10 Minuten nichts anderes, als hier hin und her zu scrollen. Das ist so ein Schmarrn. Wir könnten eigentlich auch mal so Disruptor-Panzer mitnehmen, oder? Die sind nämlich auch aus Operation Tiberian Sun. Haben wir mal wieder ein paar Alltimer mit dabei. Jetzt frage ich mich, wir könnten eigentlich nochmal die Einheiten hier leveln lassen. Ziel wählen. Machen wir mal, oder? Einheit befördert. Meine Befehle. Was? Okay, also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der hat jetzt hier die Einheiten, die bereits einen Rang haben, hat der nicht weiter gelevelt, aber manchmal macht er das. Manchmal kannst du die bis auf den zweiten Rang hochleveln. Alles klar. Hier, Firehawk. Das ist echt komisch. Mal macht das nicht. Also das ist mir ein Rätsel. Aber es ist gut, wenn wir die Firehawks alle schön brav leveln. Zurück zur Basis. Und weißt du was, wenn wir schon dabei sind, die letzten zwei Orca-Bomber können wir auch mal nachproduzieren. Und ich warte jetzt eigentlich tatsächlich nur darauf, dass hier die Ionenkanone einsatzbereit ist. Dann können wir da nämlich einen ordentlichen Schlag durchführen. Du bist ja soweit fertig. Dann könnten wir hier eigentlich noch ein paar Werwölfe mitnehmen. Und hier, das mache ich jetzt mal, weil der Gegner hier dauernd mit Luftstreitkräften kommt. Machen wir mal ein paar Schwebepanzer, dass wir uns hier gegen den Kerl wehren können. Weil wenn sich unsere Firehawks ständig aufteilen müssen zwischen den zwei Sektoren, das wird dann auf Dauer etwas kompliziert, den kompletten Luftraum damit abzudecken. Und da mal echt einen feindlichen Harvester, feindlichen Sammler. Ich hoffe, das hatte jetzt keine allzu großen Auswirkungen, dass wir den zerstört haben. Das war ja, ich weiß noch, im allerersten Command & Conquer-Titel, wie nannte sich Tiberian Dawn, auf Deutsch der Tiberian-Konflikt. Das war so geil, wenn du da den feindlichen Sammler angegriffen hast. Und wenn es nur ein Infanterist war, der einen einzigen Schuss auf den abgegeben hat. Der Computer, der hat sofort sämtliche Kampfeinheiten, die er hatte, zu deiner Position geschickt. Das war dann so ein richtiger Super-Rush und das war ehrlich gesagt ziemlich heftig, wenn der Gegner nämlich dann noch über Panzer verfügte, weil die waren schon, ja, man kann sagen, supermächtig im ersten Teil. Also die waren wirklich supermächtig, weil die hatten einerseits eine extrem starke Panzerung, was Angriffe von Infanterie und leichten Einheiten angeht, also mit Infanteristen und leichten Fahrzeugen hattet ihr keine Chance gegen Panzer. Auf der anderen Seite, die Panzer, die haben gegen Infanteristen mit ihrer Feuerkraft auch nicht viel ausrichten können, wurden dafür von der KI aber so eingesetzt, dass sie die Infanteristen einfach überrollt haben. Einheit ja, Sir. Ja, Sir. Von dem her warten auf war das eigentlich immer schon eine ganz lustige Sache. Einheit befördert. Ja, weg hier. Du sagst es. Warten auf Einsatzbefehl. Oh, einen Firehawk haben wir schon gelevelt aufs Maximallevel. Das ist geil. What's up, Command? So, die platzieren wir jetzt einfach mal da oben. Das kann es ja auf Dauer echt nicht sein. Ja, schön, wie die hier alle langsam aber sicher aufsteigen im Rang. Und die Ionenkanone braucht jetzt immer noch eine Minute. Das gibt's ja nicht. Alles klar, alles okay. Fliegen zum Zielgebiet. Transmitting. Wer transmittet? Ach, du transmittest. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was könnte man denn eigentlich noch so bauen? Jetzt müssen wir gucken. Gebäude haben wir ja soweit erstmal alles. Ja, okay, Sonic-Emitter könnten wir basteln, aber ganz ehrlich, bringt uns momentan nicht allzu viel. Die Jetpack Trooper könnten wir mal einsetzen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Komm. Zonenkommando, ja. Warum eigentlich nicht? Ja, der hat ja seinen Orbital Strike. Damit die ganze Komplexe zerstören kann, das ganze Gebäude. Infantry reporting. Wow, wo rennt der hin?
Ach, denen muss man jetzt extra sagen, dass sie starten und landen sollen, oder wie? Close Support Altitude, Flight Altitude. Ist mal so. Ach, nett, und jetzt fliegen, oder was? Yes, sir. Und jetzt haben die wahrscheinlich so kleine Gatlings hier vorne. Over and out. You got it. Tatsache. Wenn ich jetzt sage, hier Close Support Altitude, dann kann ich einen Zielpunkt festlegen und da landen die. Ach, schön. Yes, sir. Ist ja richtig schön. Aber, was auch schön ist, in 3 Sekunden ist die Ionenkanone bereit und ich werde jetzt so fies sein und an dieser Stelle einfach die Folge pausieren. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da gehen wir dann auch den Angriff an. Ne? Also, tschüss.